Beim Hackathon treffen sich Entwickler und Studenten, um gemeinsam für 24 Stunden an einem Thema zu arbeiten. Dieses Jahr geht es um AI, also künstliche Intelligenz, in der Produktion. Also ein bisschen IoT mit dabei, Internet der Dinge und wie man das mit künstlicher Intelligenz intelligenter machen kann. Wir hatten diesmal zum ersten Mal Challenges von Unternehmen, also Aufgaben, die Unternehmen mitgebracht haben, von echten Problemen zusammen mit echten Datensätzen, sodass sich relativ schnell eigentlich Teams gebildet haben und die haben jetzt losgelegt. Well, the energy is great. From this morning, we have more than 90 attendees at the Hackathon. We had a very good energy during the keynotes. We have 6 challenges, so everyone is energized and working on their challenges right now. Mein Eindruck von den Gruppen und den einzelnen Teilnehmern beim Hackathon ist, dass sie wirklich sehr engagiert bei der Sache sind. Einige haben auch die Gelegenheit hier ergriffen, waren über Nacht da. Ich denke, da wurde eifrig getüftelt, um die Lösungen zusammenzubauen. Bei uns im Haus gibt es ja Menschen, die sich mit KI beschäftigen, also künstlicher Intelligenz. Aber man braucht halt neben dem Wissen über die eigenen Prozesse immer diesen Blick von außen. Da ist es immer spannend zu sehen, was ist an Wissen außerhalb da und kann auf unsere sehr speziellen Fragestellungen angewendet werden. Right now with IoT and AI, one person idea, one person company can bring great results if it's built around the use case. So for us in Microsoft, I think it's the most important that everything is around the use case and understanding customer needs. Der Mehrwert für die Unternehmen ist natürlich doppelt gegeben. Einmal können sie eine wirkliche betriebliche Fragestellung hier im Hackathon einfach mal ausprobieren lassen. Und dann ist es sicherlich auch so, dass hier ja interessierte und motivierte Köpfe sind, die spannende Lösungen bauen. Und da gibt es sicherlich auch noch die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu kommen.